Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Söder will laut Medienberichten CDU-Vorstandsvotum akzeptieren. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor, die sich auf Parteikreise beziehen. Der Bundesvorstand der CDU hatte sich in der Nacht für Laschet als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Söder will sich in wenigen Minuten in einer Pressekonferenz äußern. Pflicht zu Corona-Testangebot. Von heute an müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten regelmäßig Corona-Tests anbieten. Für alle Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, muss es mindestens einmal pro Woche ein solches Angebot geben. Die Kosten trägt der Arbeitgeber. Für die Arbeitnehmer ist das Testen freiwillig. Hausärzte erhalten kommende Woche offenbar ein Drittel mehr Impfdosen als geplant. Das geht aus einer Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor, aus der die Rheinische Post zitiert. Praxen könnten dann bis zu 48 Dosen ordern. Zudem werde nur noch BioNTech-Impfstoff geliefert. Schlussplädoyers im Floyd-Prozess beendet. Angeklagt ist ein früherer US-Polizist. Ihm wird vorgeworfen, vor knapp einem Jahr in Minneapolis den schwarzen George Floyd getötet zu haben. Nun beraten die Geschworenen. Ein Urteil wird im Laufe der Woche erwartet. Floyds Tod hatte landesweit Proteste ausgelöst. Pressefreiheit in Deutschland schlechter bewertet. In der weltweiten Rangliste wurde die Bundesrepublik von Platz 11 auf Platz 13 herabgestuft. Die Organisation Reporter ohne Grenzen führte als Grund zahlreiche Übergriffe auf Journalisten an, vor allem während der Demos gegen Corona-Maßnahmen. Und das Wetter im Norden sonnig, sonst wechselhaft und vor allem am Nachmittag örtlich kräftige Schauer sowie einzelne Gewitter, 10 bis 19 Grad.